dass die Messer nach links. Sie ist weg. Sie ist explodiert. Schade eigentlich, aber. Sowas passiert, Menschen sterben. Da ist es. Unten, ich muss nach unten und da redet wieder die verwirrte Frau. Oh, warum denn? Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Immer schön nach links. Die waren immer schon links. Oh. Hallo. Liebster? Nein. Corvo. Bist du es, mein geliebter Ehemann? Corvo, was hast du zu verbergen? Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Hast du meine kleinen Vögelchen gesehen? Die lieben Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Hier, Vögelchen. Hier. Right. Was klopft? Meine Güte. Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen. Aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie. Und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Lumpengräfin, Lumpengräfin, lass uns rein. Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für eine Plage. Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr? Wow. Wow. Ja, right. Ich werde einfach nur die Runen an mich nehmen. Eine von sieben. Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Okay. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand, während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Ich sah, wie sie sie prüfte, ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen. Dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Was wirst du tun, frage ich mich. Was meine Aufgabe ist, antworte ich dir. So, die Lumpengräfin ist also verrückt. Nein! Aber dennoch, sollte man sie nicht so belästigen. Hoch, war das das... Ohne Moment, doch. Rein theoretisch müssen die ja auch hier vor der Haustür stehen. Wir wollen die Wäsche abholen. Ist aber auch nicht dumm. Die Scheiße. Mach's doch besser. So, so. Wir holen dein Geld, Großmutter. So. Wir verschwenden unsere Zeit. Wie viel kann sie schon haben? Sie verdient ihr Geld im Müll. Lass uns halt trinken. Meine Kehle ist so trocken wie eine Wüste. Hat 80 Euro. Ja, ich wurde schon wieder enttarnt. Uppa! Och, was schmeißt denn der mit Flammen? Mit Flammen werfen finde ich übrigens nicht höflich. Da feuer ich gleich mal zurück. Mit dem Unterschied, dass ich euch nicht töten will. So. Wenn die jetzt darauf konzentriert sind. Ich fürchte, die kleinen Vöglein sind heute voll. Zack. Wow! Die schmeißen kein Feuer, die speien Feuer. Die sind krass, die sind krank, die Leute haben kein Leben, die speien Feuer, es sind Drachen. Wo habe ich denn den ersten erledigt? Na, da ist einer. Dum, 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 dum. Ist hier im Raum so. Bisschen Leben würde mir wieder gut an. Oh, Betäubungsbolzen. Betäubungsbolzen, immer praktisch. So, was haben wir sonst noch? Nichts. Stirb, Holz. Da verbirgt sich doch was dahinter. Ich weiß es. Ich weiß es. So. Hallo, Lumpengräfin, was geht so? Da, ruhig. Oh, mein Lieber, ich wusste, dass du mir mit diesen ungehobelten Rabauken helfen würdest. Mein tapferer Held. Hör zu. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Yay! Ich bekam es vom Outsider und jetzt gebe ich es dir. Nur zu, es ist oben. Auf der Kommode. Du wirst damit eine feine Figur schnitzen. Weißt du noch, wie wir früher tanzten? Unsere Feiern waren großartiger als die im Hause Boyle. Jeder wollte eine Einladung. Right. Wie sie vom Tanzen auf die Einladungen und ihre Feiern kommen,
weiß ich noch. Aber wie kommt sie vom Schnitzen aufs Tanzen? Eine Rune. Ich hoffe, dir gefällt das kleine Geschenk, das ich dir geholt habe. Das ist das Mindeste, was ich dir für deine Hilfe geben kann. Die Frau macht mir Angst. Ich kann diese Bottle Street Kinder nicht ausstehen. Rohlinge, jeder von ihnen. Faules Obst. Und dieser Slackjaw ist der schlimmste von allen. Er ist so böse. Da fällt mir ein. Du kannst noch etwas für mich tun. Noch einen Gefallen. Und ich gebe dir noch ein Geschenk. Noch eine hübsche Rune, aus dem Knochen eines toten Wals geschnitzt. Du erinnerst dich an meinen Arzt, mein Lieber? Dr. Galvani. Was für ein schlauer Mann. Er hat alle möglichen Ratteninnereien und Krankheitserreger in seinem Labor. Wäre es nicht schade, wenn etwas davon in die Elixiervorräte der Bottle Street Gang gelangen würde? Verdient hätten sie's. Kümmere dich darum, Lieber. Ich finde noch ein Geschenk, so schön wie das erste. Galvani wohnt auf dem Clavering Boulevard. Jedenfalls früher. Das waren noch Zeiten. Und jetzt los. Meine kleinen Vögelchen haben Hunger. Meine Schätzchen. Man sollte Verrückten nicht widersprechen. Weg hier! Bevor sie mich auch noch umbringt. Ich brauche Essen. Also ich brauche sowas von dringend Nahrung. Warte mal, wie ging das nochmal? Er war Mana oder war er Leben? Ah, er war Leben. Gut, der Rattenspieß da hinten bleibt immer noch mein Extra. So. Stadtplan. Ein Stadtplan. Ich bin da. Nee, warte, ich bin hier. Da ist Holger Square, Schlag mich tot. Da ist Clavering Boulevard, wo ich hin muss. Golden Code und Holger Square. Square. Ich bin gerade nach da hinten zu der Dinger da gelaufen. Und muss jetzt... Oh, wenn da die Lichtbrücke ist, dann kann ich so rumlaufen. Ist das da mein Ziel oder ist das da mein Ziel? Das gilt es herauszufinden. Also, dann werde ich mal so rumlaufen oder dadurch, je nachdem, mal schauen. Und dann werde ich mal hier erkunden und dann mal da erkunden und dann mal da erkunden. Ach, ich liebe dieses Spiel. Einmal zu oft Escape gedrückt. Juhu. Wo geht's denn hier so lang? Aha. Ich will übrigens Teleportation auswählen. Und dann... Und jetzt kletter ich schon auf den Dächern. Haha. Bin ich. Nehmen. Mutters Tagebuch. Bist du dir sicher? Du weißt, dass wir dich untersuchen müssen. Wovon reden die? Aber da braucht irgendjemand Hilfe. Das heißt, ich werde eilen, nachdem ich... Wie wär's mit Geschichtsstunde Teil 3? So, Geschichtsstunde? Un momento, das hatten wir doch schon. Meine Schwester Nina... Tante, Jaro, Nina. Hatten wir das jetzt schon oder nicht? Ich glaube ja. Ich glaube schon, nett. Würde ich jetzt auf jeden Fall so sagen. Warte, wenn das jetzt eine neue Notiz war. Momente. Wenn ich das hier lese, das hatte ich garantiert noch nicht. Das heißt, dann. Das heißt, wir hatten es doch noch nicht. Hatten wir das schon? Egal, das hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Zeitlose Kinderreime. Also aus einer Sammlung lehrreiche Geschichten für Kinder. Ups, sind ziemlich viele. Egal. Okay. Man sagte, dass Jimmy Withcombe Riley ein Kämpfer war. Freunde nannten ihn Smiley. Die Straßen hinauf und hinab er rannte, freiwillig zu allerlei Verbrechen sich bekannte. Ging ab auf der Bottle Street mit üblen Typen, warf Steine in Fenster, wovor andere sich hüten, begann Schlägereien, flohen und versteckten sich dann, hielten den Bauch sich vor Lachen, an sie kam keiner ran. Smiley liebte Speis und Trank tagsüber gar sehr, das Prügeln und Kakrelen bei Nacht fast noch mehr, betrunken und allein fiel er in einen Schlummer, auf der Brücke an Jom Clavering ganz ohne Kummer.
Als er erwachte, etwas Sonderbares erfand, seltsamer als ein Wolfshund-Musikant. Ein blauer Herzfisch war er geworden, ganz rar und wusste noch nicht, nur noch, dass sein Name Smiley war. Man singt noch heute über Jimmys Wisecomb Riley Lieder, doch gesehen hat man ihn danach nie wieder. Doch er schwamm hinauf und hinab, fragte mich, trank Wasser aus dem Fluss und schrie, warum ich? Schön, was man Geschichten so alles seinen Kindern vorliest. Mutters Tagebuch. Achter Eintrag. Vierter Tag. Monat des Regens. Morris ist krank, die Kinder ebenfalls. Ich bin bislang verschont geblieben, was mein Glück ist, denn ich bin ja dafür zuständig, mich um sie alle zu kümmern. Neunter Eintrag. Die Stadtwache kommt und geht, klopft an die Tür und fragt nach Spuren der Seuche. Selbst unsere Nachbarn kann ich nicht mehr trauen. Früher war es schwer, die Kinder ruhig zu halten. Jetzt schlafen sie die meiste Zeit über. Zehnter Eintrag. Jetzt sind die Fliegen da. Ich versuche sie zu verscheuchen, aber ich kann kaum herankommen. Sie stechen so. Morris antwortet mir meist nicht mehr, wenn ich ihn von der anderen Seite des Zimmers anspreche. Elfter Eintrag. Morris ist tot. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Jetzt ruht meine ganze Hoffnung auf den Kindern. Als ich kurz vor der Dämmerung das Haus verlassen habe, fand ich einige Seuchenzirkel in einem Wachposten und nahm sie unbemerkt mit. Es hat etwas gedauert, aber ich habe Morris in einen der Säcke verfrachtet. Jetzt ist wenigstens sein Gesicht verhüllt. Zwölfter Eintrag. Der kleine Robert ist gestorben. Der strahlende Stern meines Himmels. Fort. Diese Seite wurde herausgerissen. Siebzehnter Eintrag. Elisa hat mitten in der Nacht zu atmen aufgehört. Sie war so ein willensstarkes Mädchen. Ich kann kaum glauben, dass sie nicht durchgehalten hat. Sie war aber in der Nähe, wenn ich Hexenfische oder Gemüse zubereitet habe. Hat immer mit mir gestritten. Über alles. 18. Eintrag. Vierter Tag, Monat des Windes. Ich kann es nicht mehr abstreiten. Sie sind tot. Ich habe sie alle verloren. Ich kann es nicht übers Herz bringen, den Totenzähler zu rufen. 19. Eintrag. Auch ich habe jetzt das Fieber. Die Wachen machen einen Bogen, großen Bogen um mich. Ich will hier raus. Die Geschichten sind recht brutal. Ich mag diese Stimmung, die hier herrscht. Das ist so geil umgesetzt. Die ganze Atmosphäre ist einfach nur Hammer. Ja, auf Gefahr hin, dass ich es jetzt zum zweiten Mal lese. Aber ich will kein Risiko eingehen. Erzählungen eines Walfängers, Teil 1. Eines jungen Walfängers sogar. Erzählungen eines Walfängers, Band 1, oder? Die frühen Abenteuer eines Walfängers. Meine Schwester Nina und ich verließen Tybia gemeinsam und sagten Lebewohl zu unserer Tante, die uns seit unseren Kindertagen aufgezogen hat. Wir ließen unsere Heimatstadt Yaro und die kalte, aber wunderschöne Landschaft, die wir unser Leben lang kannten, zurück und gingen an Bord eines Schiffes nach Dunwall. Unsere Eltern hatten uns ein beachtliches Erbe hinterlassen und wir gaben die Hälfte davon aus, um in die Hauptstadt zu reisen und dort einen kleinen Importwarenladen zu eröffnen, der mit tybianischen Fellen handelt. Nachdem ich Nina dabei geholfen hatte, das Geschäft aufzubauen, war ich frei zu tun, wovon ich schon immer geträumt hatte. Das Aufregendste, was ich jemals gemacht hatte, war, auf einem Walfänger anzuheulen. Und ich sah es als Mittel zum Zweck, eines Tages mein eigenes Schiff zu kommandieren und schließlich eine Flotte ähnlicher Seefahrzeuge zu besitzen. Mit Tränen in den Augen gab mir Nina einen Kuss und sagte mir Lebewohl. Ich sollte sie viele Monate lang nicht wiedersehen. Als ein Lehrling des Vorarbeiters konnte ich die Jagd und das Töten der großen Bestie aus nächster Nähe verfolgen. Nichts begeistert mich so sehr wie der Wind und die tosenden Wellen, die Hatz auf einen verwundeten Wal von einem Strang von Kabeln gezogen zu werden, der sich in sein dickes Fleisch verhakt hatte. In diesen ersten 7 Monaten veränderte in mich mehr als in den letzten 7 Jahren. Der Walfang hinterließ so starke Spuren, dass mich Nina bei meiner Rückkehr kaum wiedererkannte. Sonnengebräunt und mit erstarkten Muskeln. Wetterfalten, die sie in meinen Augenwinkeln gebildet hatten. Aber sie konnte erkennen, dass ich voller Freude darüber war, meine Bestimmung gefunden zu haben. Und ihr werdet bald erkennen, dass diese Geschichte, wenn sie weitergegangen wäre, mich heiser gemacht hätte. Denn diese Stimme ist nicht die meine. Da pfeift irgendjemand. So, jetzt befreie ich mal den Typen da. Slices, rope with a rusted cleaver, slices. Einen Schritt weiter und du wirst es bereuen.
Ja, ich hab schon übrigens haben beruhigt. Ich wollte euch ja. Ich bin nur gelaufen. Ruhig, ganz ruhig, Leute. Ja, ich hör's. Und ich werde dich retten. Koste es, was es wolle. Zum Beispiel ein mehrmaliges Scheitern. Dapa. Nossa. War. Hopp. Da will ich hin. Da und irgendwo anders. So, dann jetzt hier. Teleportweise. So, die kann ich doch bestimmt irgendwie ausschalten.